Damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass ihr einschaltet zu einer weiteren Folge Train Sim World 2. Willkommen im London Road Betriebswerk. Dies ist ein Zug, der Richtung Norden zum Queen's Park fährt und dort endet. So ist unsere aktuelle Aufgabenbeschreibung. Das erste Szenario hier also aus der Bakerloo Line und dementsprechend, ja, wollen wir das Ganze dementsprechend hier soweit alles abfahren. Schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. So, erstmal hier natürlich hier oben erstmal einstellen. Queen's Park. So. Erstmal muss ich hier leider den Führerscheinbeleuchtung ausmachen. Finde ich super listig. So. Dann rein hier, rein hier. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein Fehler ist oder ob das real ist. Vielleicht wisst ihr da mehr. Wenn ich die Fenster aufmache, dann kann ich nicht mehr fahren. Der fährt einfach nicht mehr. Das ist ein bisschen tricky. So, gut. Dann fahren wir los. Rotes Signal ist direkt vor uns. Soll uns jetzt aber nicht stören. Das ist ja alles hier Aufgabe. Hoffen wir mal, dass hier dementsprechend alles soweit funktioniert. Die Bakerloo Line hatten wir uns ja bereits ja schon im Livestream angeschaut. Und ja, müssen ja sagen, eigentlich eine relativ sehr interessante Strecke. So. Wie ihr auch seht, ich habe hier die ganzen Marker ausgemacht. Die waren dann doch schon ein bisschen lästig gewesen. So, warten Sie einen Moment. Jawohl, das tun wir. Bis wir dann freie Fahrt bekommen. Okay, los geht's. Aber weiterhin natürlich mit 5 Meilen pro Stunde. Langsam geht's in die Röhre. Und dann lassen wir uns überraschen. Die ganze Aufgabe dauert heute irgendwas mit einer halben Stunde. Denke mal, werden wir hinbekommen. Bakerloo Line natürlich eines, ich würde sagen, schon der größeren Highlights für Train Sim World 2. Denn wir hatten uns ja so ein bisschen unterhalten, auch im Livestream und jetzt auch in der letzten Folge, dass das Ganze sich eher anfühlt, meine Güte, ein Frosch im Hals, wie ein Update statt, ja, neues Spiel. Ja. Ich meine, wenn man mal ehrlich ist, was willst du verbessern, was eigentlich schon gut ist? Ja, der Train Sim World sieht einfach mal hübsch aus. Er läuft perfekt. Ja, ab und zu hast du mal so einen kurzen Hänger drinne, aber das war es dann auch. Im Großen und Ganzen läuft die Simulation echt, echt gut. Also da kann man wirklich nichts zu sagen, finde ich persönlich. Und dementsprechend, ja, würde ich da jetzt auch nichts groß was verändern, weißt? Und dementsprechend kann ich natürlich verstehen, dass dann wahrscheinlich andere ziemlich enttäuscht sind von Train Sim World 2, wie ich es ja jetzt halt auch in den Kommentaren lese und zum Beispiel auch unter der Steam-Bewertung, ne, haben sich da einige schon ein bisschen mehr ausgemalt, sage ich mal. Mehr erwartet wahrscheinlich von Train Sim World 2. Da ist ja aber die Frage, wobei, was wäre jetzt das Verkaufsargument jetzt gewesen, wo man dann sagt halt, oh, wir dürfen sogar jetzt ein bisschen schneller, wo man jetzt wirklich sagt, so, was wäre jetzt für euch so das absolute Nonplusultra jetzt gewesen, dass ihr jetzt sagt, so, alles klar, das ist jetzt ziemlich gut geworden, der Train Sim World. Also solltet ihr auch zu denjenigen gehören, die zum Beispiel so sagen, so, nee, geht gar nicht. Ich könnte ja gerne mal in die Kommentare posten, was ihr euch da zum Beispiel so gedacht habt, so, was euch jetzt besser gefallen hat. Außer, sagen wir mal, jetzt hier die ganzen Bugs und alles sowas, ne? Da sind wir ja nun schon auch ein paar Mal drauf eingefallen. Wie gesagt, ich hatte ja letztes Mal erzählt, das mit dem Signal oben, das war meine Schuld gewesen. Man hätte es auch aktivieren müssen. Und nicht nur das hat an einem anzeigen müssen, sondern auch das Signal dementsprechend. Das war halt bei mir nicht der Fall. Kurioserweise ist halt mysteriöserweise ist dann halt auch immer das, ich habe das soweit alles eingestellt. Das setzt sich halt gefühlt immer automatisch wieder zurück. Ich weiß halt nicht warum. Ob das jetzt nur bei mir jetzt der Fall ist. So, nächster Halt ist Waterloo.
So, dann war auch schon wieder schneller. Wissen wir auch. Wir sind ja nämlich schon wieder zu spät. Aber dafür kann ich ja nichts, ja? Also, ich bitte. So, dann wollen wir sie alle einsteigen lassen hier, die Kollegen. Damit wir auch gleich dann wieder weiterfahren können. Ja, und sonst hatte ich überlegt gehabt, ob ich noch ein Video dazu mache, wie man das Fahrzeug zum Beispiel aufrüstet. Aber ich fand, wie wir es jetzt zum Beispiel in dem letzten Video gemacht haben, wo wir den Talent aufgerüstet haben und die ICE-3, das ist halt zwei Fahrzeuge gewesen. Da bietet sich sowas an. Aber dadurch, dass wir hier nur dieses eine Fahrzeug haben, hat sich das absolut nicht angeboten. Hier noch Bremsen lernen, das müssen wir noch. So, dann Türen auf, Fahrgäste rein. Und natürlich hier wieder gesagt, Verspätung, aber das scheint hier wohl irgendwie normal zu sein. Hat beim Livestream schon nicht wirklich funktioniert. Und das denke ich, das wird jetzt hier auch nicht funktionieren. Das Entspannte ist halt, ne, hier kannst du dich halt wirklich komplett drauf konzentrieren halt. So, alles rein hier, jetzt nachdem man sie dann auch mal so wirklich mal den abgefahren hat, also aber das Schwierigste an der ganzen Sache war echt dieses Fahrzeug aufrüsten, haben wir uns da im Stream angestellt, meine Güte. Aber wenn du das verstanden hast, wie das funktioniert und eigentlich war es relativ simpel, nur hast hier unten halt so einen Schlüssel, den siehst du so hier nicht. Das hat das Ganze natürlich deutlich schwieriger gemacht. Wenn du natürlich nicht siehst, dass du da irgendwo noch ein Fach hast oder sowas. Wer läuft denn als normaler Mensch ja erstmal so durch den Zug durch, so weißt?
Aber jetzt sind wir ja schon wieder gut in der Zeit drin. Also wir reden jetzt hier tatsächlich echt nur noch von Sekunden. So, Türen auf. Haben uns einsteigen können, unsere Fahrgäste hier. Und ihr habt ja auch in der letzten Folge geschrieben, dass viele sehr, sehr auch zufrieden sind, aber halt auch mit Trends und Wörtern sind immer nicht nur das Negative, sondern auch mal positiv kann man natürlich hier viel berichten von. Und im Großen und Ganzen muss ich auch sagen, bin ich jetzt gar nicht so enttäuscht von Trends und Wörter 2. Man wusste ja, worauf man sich so ein bisschen einlässt, obwohl ich mir keine Videos vorher angeguckt hatte und alles sowas. Wollte mich halt selbst überraschen lassen. Das ist mir bei dem Flight Simulator geglückt. Und dadurch war auch meine Erwartung halt zum Transimworld 2 jetzt natürlich nicht allzu riesig gewesen. Weil ich persönlich halt immer noch der Meinung bin, dass Transimworld an sich ja sowieso ein totschickes Spiel ist. Da braucht noch keinen, ich sag mal, indirekt Leute. Aber man hätte es nicht als Teil 2 verkaufen müssen, sondern hätte man zum Beispiel einfach TSW 2021 daraus machen können. Gut wäre es gewesen. Ne? So, und schalt doch mal um. Danke. Soll nur 25 Sekunden schon da sein. Eieiei. Also der Fahrplan, der ist hier mega knapp hier. Das geht doch ganz schön nach oben hier. So. Der Fahrplan, der ist hier wirklich sehr, sehr straff. Greens Park, ja. Kommst du auch nicht mal dazu, hier irgendwie mal auszusteigen oder sowas? Ja, es sind Sekunden bei uns. Es sind tatsächlich nur Sekunden. Keine Ahnung, wie die das machen. Du musst hier extrem, wirklich extrem krass bremsen, ja? Also du musst gucken, dass du wirklich den Gang einlegst und dann hier wirklich hier vorne stehst. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Aufgabe hier, die du knacken musst hier.
die Baker Street. Sherlock Holmes at Home. Finde ich ein bisschen schade. Hätte man vielleicht noch so einen kleinen Easter Egg zum Beispiel einbauen können oder sowas. Ja, hätte ich persönlich natürlich mega gefeiert. Du bist ja selbst großer Sherlock Holmes Fan. Das wäre halt noch nett gewesen. Aber zumindest hat man ja diese Wandbilder ja drin an der Baker Street. Besser als nichts, ne? So, dann Türen auf. Dann können Sie rein. Kannst hier, oder? Naja. Kannst hier nicht mal den Schlüssel hier reinstecken. Das ist echt doof. Schlüssel sage ich schon, hier den Sitz runterklappen. Also gefühlt hat man sich hier nicht so die Mühe gemacht, wie zum Beispiel bei den anderen Fahrzeugen, habe ich hier manchmal so das Gefühl. Hier fehlen so, sind teilweise so Knüppel oder Sachen, die du gar nicht benutzen kannst. Zum Beispiel bei dem Talent ist halt aufgefallen, kannst du die Fenster nicht aufmachen. Hier zum Beispiel kannst du den Sitz nicht umklappen. Verstehe ich nicht, warum? Das sind so diese kleinen Futures, so, weißt du, die immer den... Ja, ein bisschen zu viel, sag ich mal. So, die linken Türen auf. So, warten. Wir werden uns mal gucken, dass wir vielleicht diesmal schaffen, in Trensim wird, mal die ganzen Aufgaben hier abzuspielen. So, vielleicht geht es mit 30 dann nur noch weiter. So, genau so muss es funktionieren halt, ne? Dass du halt so wirklich so reingleitest halt praktisch immer in die Haltestelle. So, ich glaube 45 war Ankunft, oder? Und sogar noch Zeit? Ja, Tatsache. Ist ja spektakulär. Wir haben mal Zeit hier auf der Bakerloo Line. So, Paddington.
Man kriegt ja auch so langsam so das Gefühl halt für das Fahrzeug dann halt, ne? Das ist dann, merkt man dann schon. Du merkst dann halt die Bremsen und alles was. 21:45, was ist denn hier los jetzt? Was ist hier los? Ja, Telefon klingelt mal wieder. Das ist großartig. Jetzt wird natürlich voll das Konzept gebracht jetzt hier. Jetzt haben wir natürlich alles verpasst jetzt hier. Oh, zu spät an. Das war schon ein bisschen sehr knapp jetzt. So. Muss man auch kurz ausrollen. War jetzt ein bisschen zu schnell jetzt hier rein. Aha, Cap Cap. PA Select. Aber ich muss sagen, das fühlt sich richtig gut an. Ich weiß ja nicht, kennt ihr vielleicht noch von TMS Studios hier diese Berlin Subway-Reihe? Könnt ihr euch daran vielleicht noch erinnern? Genauso spielt sich das hier in Transom World. Und das heißt schon irgendwie irgendwo was, weil man muss jetzt nicht mehr dafür Spiele entwickeln, um das Ganze jetzt nachzubauen, sondern das kannst du jetzt halt hier auch einfach in Transom World jetzt hier reinfummeln. Und das sieht zudem gut aus, hat eine richtig geile Performance, sodass du einfach nur noch dich um die Strecke kümmern musst. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, alles richtig gemacht, oder? Alles richtig gemacht. Überlege ich ja auch die ganze Zeit, so Transom, World of Subways hatten wir ja nun ja schon gehabt hier in Berlin, aber es gibt ja noch World of Subways 4. Ja, da bin ich auch am Überlegen, ob ich das vielleicht auch mal irgendwann mal jetzt noch mit aufnehme. Wäre natürlich schon eine coole Sache. Aber das ist mir halt ein bisschen zu storylastig halt, ne? So, Kilburn Park.
Jetzt können wir uns auch mal das East Coast Way anschauen, statt wie der Sandpatch Grade. Wie gesagt, das ist halt so ein Ding, das interessiert mich leider überhaupt nicht. Das hätte man auch echt nicht böse, aber das ist halt wirklich reiner Güterverkehr. Und ja, wenn du dich dafür halt echt nicht begeisterst, dann ist das eigentlich... Ich habe auch nicht ganz verstanden, warum gerade diese Strecke mit dabei ist, aber gut, im Endeffekt muss es ja Dovetail Games wissen, warum sie es mit reinnehmen. So. Es handelt sich hier echt nur um Sekundenverspätung, ja. So, 15. Ja, dürfen wir gleich. Und ja, nächster Halt ist denn Queen's Park Endbahnhof für uns. Diese Woche ist ja noch eine Gamescom. Großartig. Ich bin mal gespannt, was angeteasert wird, was angekündigt wird. Vielleicht Simulationen, die wir so ja noch nicht kennen. Bin ja mal gespannt, sehr, sehr gespannt drauf. Ich werde euch natürlich immer perfekt informieren, falls irgendwas kam. Wenn wir auch gucken, dass wir die News dementsprechend halt auch so anpassen, dass ihr davon auch am Tag mal was mitbekommt. Also hier an der Stelle gibt es dann halt nicht nur hier irgendwie. Nee, ohne halt bitte. Ich weiß gar nicht, wir stehen hier falsch, ne? Türen entriegeln. Gut, können wir auch so stehen bleiben. Ist wurscht. Ja, eigentlich hätten wir da hinten stehen müssen. Aber bevor wir jetzt hier gleich über das rote Signal fahren oder sowas. Oh, sind da gerade Menschen durchgefallen? Das sah aber gerade komisch aus. Und damit haben wir die Aufgabe abgeschlossen. Wie ihr sehen könnt, alles im Buddha. Und wir steigen natürlich jetzt hier in der Bakerloo-Line auf. Das war unsere heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, schreibt es gerne in die Kommentare. Und sonst ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal hier wiedersehen. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Bis denn.